Und wir kommen zur Halbzeit. Da haben wir den Ultimate Warrior im Ring. Cody wird allerdings angegriffen am Anfang vom 1-2-3-Kid. Ja, die beiden haben es ja auch miteinander. Oh, das war ein sehr unfairer Angriff. Aber das Match startet. Und der Ultimate Warrior will natürlich wieder direkt loslegen, wie üblich in seinen Matches. Nämlich schneller als die Feuerwehr. Aber Cody kann das auch. Der kann auch jeden Stil mitgehen. Und ist ja auch ein ganz, ganz heißer Favorit. Und Kandidat auf den Intercontinental Champion. Aber solange wie er das mit dem 1-2-3-Kid nicht geklärt hat. Okay, auf jeden Fall Cody hat hier den Ultimate Warrior sehr, sehr gut im Griff, muss man sagen. Lässt ihn gar nicht mit seiner Dampfwalzen-Taktik hier groß durchkommen. Jetzt Shoulder Tackle vom Ultimate Warrior. Ja, wenn er natürlich einmal loslegt. Ja gut, jetzt ein bisschen Ruhe reinbringen mit dem Nerf Hold. Als lässt er Cody in die Ecke laufen. Clothesline hinterher. Und jetzt Punches ins Gesicht von Cody. Und da gibt es einmal das Knie. Und Cody rollt sich raus. Kommt wieder rein, fängt sich direkt einen Shoulder Tackle ein. Und jetzt nimmt der Ultimate Warrior ihn hoch. Nein, es wird ausgekontert. Military Press Slam wird ausgekontert in einen DDT. Jetzt geht's in die Ringecke. Er taumelt. Und Alabama Slam. Also Cody hat das Match gerade ziemlich gut unter Kontrolle. Aber was hat er jetzt vor? Whip in. Mal mit dem Knie. Nochmal das Knie. Und ein Russian Leg Sweep. Schöne Kombination. Jetzt lauert er. Will er jetzt den Ultimate Warrior besiegen? Der Ultimate Warrior kontert und kommt mit einem Shoulder Tackle. Das ist der typische Ultimate Warrior. Und er nimmt ihn wieder auf die Schultern, hieft ihn jetzt hoch und lässt ihn nach hinten abfallen. Jetzt zieht er ihn in die Ringmitte, er will Schicht machen, nimmt Anlauf und der Big Splash! Vom Ultimate Warrior meistens das Ende des Matches. Und nein! Cody Rhodes kickt raus. Ah, jetzt stößt ihn der Warrior einfach weg und zeigt einen krachenden Backbreaker. Punches ins Gesicht. Ah, der Warrior immer noch Feuer und Flamme. Auch wenn jetzt der Whip in Reversal wird. Ah, Crossbody. Mit abgewehrt, dann gibt es den Go-Behind und die Kicks gegen den Oberschenkel. Wieder ein Konter und Cody muss aufs Ringseil. Und ein Running Power Slam. Na klar, der Warrior will sich natürlich beweisen. Jetzt nimmt er ihn auf die Schulter. Nein, wird ausgekontert. Even Flow DDT. Und der Warrior rollt sich nach draußen, steht jetzt auf dem Apron. Mehr schlecht als recht, aber... Oh, und Cody wird wieder angehoben und auch geht... Gott, Deutschsprache.
Also Cody kann sich hier sehr, sehr gut wehren, muss man sagen. Jetzt klappt der Crossbody. Er darf natürlich den Warrior nicht unterschätzen. Das ist schon einigen zu... Jawohl, wer will den Warrior unterschätzen? Der Typ ist eine wandelnde Dampfwalze und nach hinten abgelegt. Und nochmal der Big Splash. Nochmal das jubelnde Cover. Reicht es diesmal? Es reicht. Der Ultimate Warrior siegreich. Obwohl ich ja immer noch der Meinung bin, dass der 1-2-3-Kid da auch ein bisschen am Anfang Zünglein an der Waage war. Klar, Cody ist Profi genug. Er weiß, dass er sich von sowas nicht aus der Bahn werfen lassen darf. Hat ein relativ gutes Match abgeliefert. Wer weiß, wie es ausgegangen wäre, wenn er nicht am Anfang angegriffen wurde. Hier sehen wir den Kick-Out. Und der Sieger, der Ultimate Warrior. Und wir kommen zum Next Match des heutigen Abends, zum Pre-Main-Event. Und so, by the way, erwähnt, unsere letzten beiden Matches sind Qualifikationsmatches. Und die letzten finden dann bei Velocity statt. Und dann haben wir die Runde auch schon durch. Dann haben wir Bret the Hitman Hart von der Hart Foundation. Und da ist ein Gegner, Psycho Sid. Der hier Bret Hart in den Ring befördern will. Ja, der ehemalige World Heavyweight Champion gegen den Mann, der unbedingt World Heavyweight Champion werden will. Nämlich Psycho Sid von der Million Dollar Corporation. Der Auserwählte von Ted DiBiase. Die restliche Million Dollar Corporation ist ja bereits ausgeschieden. Nur noch Psycho Sid da drin. Darin vor allem Ding. Ah, schöne Lariat. Oh, da wehrt sich Bret Hart mit einem harten Punch. Der ist natürlich auch gefrustet. Dass er damals den Titel an den Undertaker... Oh, schöner Konter. Vom Hitman. Und, oh, Atomic Drop. Ja, das geht auf den Unterleib. Also trotz des Angriffes Bret Hart sehr, sehr gut. Sein kleiner Bruder hat ja am heutigen Abend schon gewonnen. Gegen Dolph Ziggler. Jetzt muss nur noch der Hitman gewinnen. Na gut, bei der Survivor Series war Bret Hart ja auch nicht dabei. Dafür Owen. Der British Bulldog hat es ja auch nicht geschafft, den Titel zu gewinnen, also den European Champion Titel. Die Hart Foundation momentan nur noch mit einem Titel. Das Kapperzeiten, da hatten sie zwei. Und jetzt probiert Psycho Sid noch einmal und fängt sich wieder ein DDT-Konter ein. Ja gut, die Rückmatch-Klausel, die er ja hatte gegen den Undertaker, die ist ja verpufft, als Seth Rollins den Cash-In gemacht hat. Weil er kann ja schlechten Rückmatch fordern, wenn derjenige, der ihm den Titel abgenommen hat, gar nicht mehr Champion ist. Und da geht Sid aus dem Weg. Und diesmal hat der Military Press Slam geklappt, so à la Ultimate Warrior. Und wieder, oh, gekontert. Und Bret Hart mit einem Body Slam oder Scoop Slam oder wie man ihn jetzt auch immer nennen möchte. Ja, jetzt noch ein bisschen den Nacken überdehnen.
Ah, das geht auf die Hüfte. Oder vielmehr auf das Becken, da wo das Bein hier drinne verankert ist. Jetzt geht's in die Ringecke. Was hat der Hitman vor? Ein Running Bulldog. Sehr, sehr schön. Also dem Hitman, den geht's hier richtig gut in diesem Match. Ja, wollte Sid wahrscheinlich den Chokeslam anbringen. Die Hand ist schon so Richtung Kehle gewandert, aber der Hitman war halt schneller. Und Legdrop sehr toll gemacht. Also der Hitman weiß, wie er hier Psycho Sid unten hält. Jetzt das Cover. Ah, Kickout noch vor. Als da muss der Hitman mehr machen. Oh, was für ein Schwinger. Und Sid wieder will ihn hochheben. Das klappt auch. Und jetzt Ansatz. Da hat er die Hand an der Kilo. Meistens ist das der Ansatz zum Chokeslam und der gelingt. Und da probiert das mit dem Cover. Reicht es? Nein, tut es nicht. Hätte mich auch gewundert. Wenn der Hitman jetzt schon klein beigegeben hätte. Und wieder die kurze Lariat. Und Ansatz zur Powerbomb. Nein. Wird eine Art Razor's Edge. Oder auch nicht. Es wird ein eingezwirbelter, dreifacher Rittberger wegschmeiß irgendwas. Es geht wieder in die Ringecke. Missile Dropkick. Ah, was heißt Missile Dropkick? Einfach nur Dropkick in die Ringecke. Also Sid hat hier doch richtig, richtig Probleme gerade. Ja, Ellbogenstöße gegen das Knie vom Hitman. Und Hip-Toss, aber was für einer. Meine Herren. Oh, was für ein Ellbogenstoß. Ja, da ging der Schlag ins Leere. Okay, der hat jetzt sitzen. Nein, es wird wieder umgedreht. Ah, die Punches werden gekontert. Und ja, Backbreaker. Und nochmal die Hand an der Kehle vom Hitman. Soll noch ein Chokeslam folgen? Jawohl! Nicht, dass ich mich freue, aber ich freue mich, dass der Move durchging. Und Crucifix, aber Rope Break. Und jetzt, ja. Achso, ich dachte, er will Sleeper Hold anbringen. Aber Sid hat doch schon so hier seine Probleme. Und jetzt Ansatz zur Powerbomb. Wird sie gelingen? Jawohl, sie gelingt. Cover direkt hinterher. Kann der Hitman nochmal auskicken oder kommt Sid eine Runde weiter? Er kickt aus. Ich glaube, Sid kann es gar nicht fassen. Er sagt, ey, das war doch drei. Du zählst zu lahmarschig oder irgendwie sowas. Und Big Boot. Meine Herren. Und jetzt kommt eine Kombination von Sid, Flying Claw, naja, Jumping. Naja, Jumping. Wenn der springt, springt er über Bret Hart rüber weg. Und wieder Ansatz zum Chokeslam und durchgezogen. Da steht Sid wieder in der Ringecke. Ja, diesmal dieselbe Powerbomb, nur aus einer anderen Ringecke heraus. Schafft er jetzt den Sieg über den ehemaligen World Champion? Nein, nochmal Kickout. Ich glaube,
glaube, Sid kann es gar nicht fassen, was der Hitman hier alles aushält. Erneuter Whip in Big Boot. Jetzt nimmt da Anlauf. Leg Drop à la Hulk Hogan. Und der ist ja auch noch dabei. Aber der hat das frei losgezogen. Hogan hat ja auch Brock Lesnar rausgeschmissen. Und boah, was für ein Spinebuster. Und doppelter Boston. Ah, der Hitman schafft es aber, sich ins Seil zu retten. Das wäre, glaube ich, jetzt peinlich für ihn, wenn er jetzt durch Aufgabe aufgehen würde. Wieder ein und sind wieder mit dem Leg Drop. Und nein, wieder der Kick-Out. Das ist die Hommage an Hulk Hogan. Ich glaube, er will gegen Hulk Hogan antreten. Und wieder hochgenommen zu Kruzifix, aber der Hitman kann auskontern. Und jetzt wartet er. Er will jetzt den Scharfschütze anbringen. Er will es genauso machen wie Owen. Nämlich zum Ende des Matches hin. Und rumgedreht. Das ist aber sehr, sehr nah an den Ring sein. Ja, Rope Break. Das ist ja noch weiter. Nein, das ist doch. Das muss Rope Break sein. Und Bret Hart hat es genauso gemacht wie sein Bruder. Obwohl ich da jetzt aber nicht so ganz sicher bin, ob das jetzt nicht doch Rope Break war. Na gut, der Ref hat es offiziell gemacht. Meiner Meinung nach war Sids Kopf direkt am Ringseil. Aber gutes Match von Psycho Sid, kann man ja sagen, was man will. Aber der Hitman eine Runde weiter. Man braucht nur 3 Sekunden, um ein Match zu gewinnen. Also bisher auf jeden Fall Bret Hart weiter und Hulk Hogan hat das freilos. Und wir kommen zum Main Event. Und als erstes der Mann, der in der Vorrunde das freilos hatte. The Game. Derjenige, der Sheamus bezwungen hat, der Samoa Joe bezwungen hat. Triple H. Von der Klick. Ja, während er sich da aufmacht zum Ring, sein Eimer dauert relativ lang. Und sein Gegner ist der aktuelle World Heavyweight Champion. Mr. Money in the Bank. Der Triple Crown Champion. Einmaliger Tag Team Champion, Intercontinental Champion und World Heavyweight Champion. Und Mr. Money in the Bank. Seth freaking Rollins. Ja, er hat jetzt eine sehr, sehr schwere Aufgabe. Gegen wen hat Seth Rollins eigentlich alles so gewonnen? Keine Zeit, muss kämpfen. Aber bekommt er direkt das hohe Knie ab von The Game. Die Leute feuern Triple H an. Also würde Triple H auf Bret Hart treffen, dann wäre das auch wieder so Klick gegen Hart Foundation. Und schöne Closer. Also Triple H hat den World Champion hier sehr, sehr gut im Griff. Es geht nicht um den Titel, muss man auch dazu sagen, sondern nur um eine Titelchance. Wenn man allerdings den Champion rausschmeißt, ist das natürlich eine ganz, ganz tolle Sache. Also gibt Prestige, ja, Leapfrog. Einmal unten drunter und Single Leg Dingsbums. Ja, Triple H rollt da raus. Geht's halt draußen noch ein bisschen weiter, aber Triple H ist ein harter Hund. Man hat ihn nicht oft gesehen, aber er hat hier bei Raw auf jeden Fall eine riesige Karriere. Nur so zum Verständnis, das hier ist mein eigenes Universe und hat mit der Realität an sich nichts zu tun. Ab und zu werde ich zwar mal was dazu sagen, aber dieses Universe hat mit wirklichem Wrestling, mit den Ligen, nichts zu tun. Es ist eine reine Fantasy-Liga.
Falls ihr Ideen für Storylines oder so habt, immer in die Kommentare damit. Ein bisschen off-topic. Oh, der Ref ist schon bei 7. Ja, du kriegst das ja gar nicht so mit. Bin hier ein paar labern und sowas. Ah, Seth Rollins kommt aber wieder ganz gut ins Match zurück. Schöner Front Face Slam. Ja gut, wenn Seth Rollins natürlich das Turnier gewinnt, er kann sich schlecht selbst herausfordern. Dann kann er natürlich jemanden herausfordern, wie er möchte. Oder er sagt, ja, ich werde diesen Monat nicht meinen Titel verteidigen. Das kann er halten wie ein Dachdecker dann. Aber dafür muss er erstmal gewinnen. Spinebuster von Triple H. Ja, der Kick wurde abgewehrt. Ja, Triple H rollt sie erstmal wieder raus. Natürlich auch eine gute Taktik. Kann er ein bisschen durchatmen. Und da gibt es einen krachenden Backdrop. Ein bisschen Trash-Talking kann man machen. Also ich höre hier Bu und Jubelrufe. Der Ref ist bei 5. Oder verneigt er sich à la Hunter Hearst Helmsley? Jetzt aber 7. Ein Countout-Sieg gegen den World Champion wäre natürlich peinlich für Seth Rollins. Aber wie gesagt, es braucht nur 3 Sekunden. Und wir haben vorhin auch im Match mit Bret Hart gesehen. Selbst wenn man die ganze Zeit praktisch kassiert und kassiert und kassiert, muss Single Leg Boston. Ja, wollte Triple H erst Richtung Seil und dann, ach, ich komme hier doch locker raus. Oh, Choking. Oh, da ist der von uns aber ganz schnell aufgestanden. Ich glaube, jetzt hat er auch keine Lust mehr. Ja, fängt er den Kick ab. Und Seth Rollins versucht ja wieder zurück ins Match zu kommen. Oder macht er das DX-Sign? Jetzt soll wohl finito werden. Ansatz zum Pedigree. Und durchgezogen. Oh, das ist sehr nah an den Ringseilen. Rope Break, hab's mir nämlich schon gedacht. Komisch, wohin bei Psycho Sid? Hat er es nicht gesehen? Und DDT. Ja, einmal in die Ringmitte und mit dem Knie auf den Kopf. Zeigt dann nochmal, dass die Ex sein und zeigt jetzt einfach mal ein Cover. Nein, er hat es nicht geschafft, Seth Rollins irgendwie auszunocken oder sowas. Er hat sich zu viel Zeit gelassen bei seinem Jubel von vorhin. Und jetzt Seth Rollins mit einer Sling Blade. Jetzt geht er aufs oberste Ringseil. Kann er sich jetzt den Sieg holen? Nein, erstmal landet er auf den Knien von Triple H und fängt sich einen Spinebuster ein. Nur ein Spinebuster aus dem Nichts. Und Spinebuster geht ja immer. Und erneut Ansatz, Pedigree. Diesmal nicht ganz so hoch gesprungen, direkt ins Cover. Reicht es, um den World Champion zu besiegen? Es reicht Triple H eine Runde weiter. Damit bisher weiter Bret Hart, Hulk Hogan, Triple H und die anderen beiden, Edge und der Undertaker, treffen noch aufeinander, aber nicht am heutigen Abend. Oh, ich glaube, Triple H ist noch nicht fertig mit Seth Rollins.
glaube, er respektiert ihn nicht als Champion. Seth Rollins hat sich vieles, vieles erarbeitet. Er ist Money in the Bank Sieger, er hat gut eingecashed, also eigentlich zu Recht. Egal, das war's mit Raw für diesen Abend. Also jetzt geht's weiter mit Nitro. Da haben wir ja auch noch Qualifikationsmatches, insgesamt 3. Weil, komische ungerade Zahl. Egal, bis dahin, ich wünsche noch einen traumhaften Tag und sage auf Wiedersehen. Geschaut!